Schäffau, ein Dorf in der Gemeinde Scheidegg. In der Mitte steht das Fernsemmerhus, seit über 300 Jahren. Auch früher schon war der Dorfladen hier ein Treffpunkt. Von Leichnam steht bevor. Während die einen in den Gärten schon fleißig Blumen für den Blütenteppich sammeln, stärken sich die anderen noch beim Frühstück. Susanne Müller macht den Verkauf, ihr Mann Markus ist in einigen Vereinen und organisiert das Fronleichnamsfest. Die Kunden sind neben Urlaubern vor allem die Dorfbewohner, wie Simone Brandner oder Bertram Kessler. Also find der schnuckelig und wirklich toll, auch für die Einheimischen. Kann man sich kurz treffen dafür, man erfährt die neueste Sache im Dorf. Doch, also, wir möchten nicht missen. Früher gehörte das Haus der Familie von Markus Müller. Doch von 2000 an wohnte hier keiner mehr. 2012 hat er es an Michael Pfanner verkauft, der es 3 Jahre lang wieder instand setzte. Michael, grüß dich. Grüß dich. Servus. Komm da rein, ja. Ja. Komm da. Geil. Er hat wie immer den Blütenteppich für den Altar im Freien entworfen. Okay, und für morgen? Bist du gerecht? Ja, ich habe also ein kleines Blättchen gezeichnet, wie jedes Jahr. Das haben wir noch ein bisschen größer gemacht. Der neue Besitzer hat sich oben nur eine kleine Wohnung eingerichtet. Er hat das Haus wieder so hergestellt, wie es aussah, als die Fernsemmers es 1904 gekauft hatten. Viele Jahre war hier eine Gastwirtschaft. Und auch jetzt stehen die Räumlichkeiten für Feste und Veranstaltungen offen. Michael Pfanner ist gelernter Steinmetz und Bildhauer. Das Problem ist allerdings, dass man normalerweise meint, man muss es neu und schön machen. Und dann geht der Charme von seinem Haus verloren. Das Tolle ist ja an seinem Haus, dass es alt ist. Und das sollte man einfach als solches würdigen und immer wieder sukzessive, ganz langsam sich rantasten und möglichst wenig neu machen. Ha, da haben wir eine Überraschung. Früher war das der Roststall und da hat ein Freund, Mitarbeiter von mir, der hat da irgendwas Überraschendes gemacht, was ich auch gewusst habe. Guck da, wenn ich das aufmache, da kommt der selber zum Vorschein, wie er aus der Wand rauskommt. Das ist ein Restaurator und der hat sich da so inszeniert. Das sind also lebensechte Abgüsse von ihm selber. Im ersten Stock hatten Markus Müllers Großmutter, geborene Fernsemmer, und seine Eltern in den 1970er Jahren eine Wohnung eingebaut. Vorher war hier der Speisesaal mit Bühnenraum. Und jetzt auch wieder. Bis zu seinem 13. Lebensjahr hat er da gewohnt. Hier, wo wir jetzt stehen, das war unser Wohnzimmer. Darüber hat man eine Wand eingezogen. Das war also alles eher verkleidet, sage ich mal, mit vorbauter Wand. Darüber war Küche. Dahinter war das Schlafzimmer von meiner Oma. Und da wiederum dahinter war das Schlafzimmer von meinen Eltern und auf der anderen Seite drüber war unser Kinderzimmer. Unbeheizt. Im zweiten Stock befindet sich das Prunkstück des Hauses, der Tanzsaal. Um 1885 entstanden diese Wandmalereien. Zur Konservierung engagierte Michael Pfanner Restauratoren. Viel Zeit und Geld hat er in die Wiederbelebung des Hauses investiert. Es hat mich eindeutig motiviert, dass es vielleicht das älteste Haus von Schäffau ist und dass es einfach schade wäre, wenn das weg wäre, weil dann wird der Mittelpunkt vom Dorf fehlen. Und zum Zweiten, auch von meinem Beruf, von meiner Passion her, meine Neubauer kann jeder, aber was Altes erhalten, das ist doch eine größere Aufgabe. Rund um Schäffau sind Frauen und Kinder immer noch dabei, unzählige Blüten für den Teppich an von Leichnam zu sammeln. Irgendwie gehört es dazu, eben, dass alle zusammenhelfen und man hat ja auch danach eben einen schönen Teppich. Und es macht Spaß. Doch, jetzt werden es morgen sehen. Und auch aus den eigenen Gärten holen sie die Blüten. Denn in den Wiesen gibt es nicht alle Farben, die sie für den Teppich am nächsten Tag brauchen. In der Früh um 5.
Unten im Dorf sind die Schäffhauer schon im Einsatz. Der Blütenteppich vor dem Altar soll dieses Jahr 8 Meter Durchmesser haben. Ich bin zufrieden bisher. Wie jetzt hier wird es ein bisschen knapp mit der Blume. Aber notfalls gehen wir halt noch auf den Friedhof und da blenden wir. In 2,5 Stunden muss der Blütenteppich fertig sein, damit sich alle noch für den Gottesdienst fesch machen können. So Gertrud Heim. Das gehört einfach dazu von Leichnam. Also von Leichnam ohne Blumenteppich lege, das geht nicht. Das ist irgendwie ja, einfach eine wunderbare Tradition und hoffen wir, dass es der Michael noch lange weitermacht. Ja, weil einer muss es halt in die Hand nehmen. Gell? Vor dem Fernsehmerhus. Die Mitglieder der Schäffauer Musikkapelle bauen für den Frühschoppen nach dem Gottesdienst auf. Es ist ein Platz, der nun wieder lebt, sagt der ehemalige Besitzer Markus Müller. Es kehrt zurück, was ursprünglich mal angefangen hat. Und darum haben wir ja damals gesagt, wir machen das hier und nicht auf dem Platz drüber, weil einfach hier das Ambiente mit dem Haus im Hintergrund einfach das Schönere ist. Um 8:30 beginnt der Gottesdienst. Pfarrer Joachim Geider betreut seit 2016 3 Gemeinden und wohnt in Schäffau. Alle sind dabei und jeder hat sein, sein Part und fühlt sich in einer Gemeinschaft ganz, ganz wohl. Der Höhepunkt des Festes. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Die Mitglieder von 6 Vereinen und Gruppen. Der Blütenteppich wurde rechtzeitig fertig. So konnten alle in Ruhe das Festtagsgewand anlegen. Und was meint Doris Heim zum diesjährigen Blumenschmuck? Schön, wie immer, erspunter wurde, wie eigentlich geplant. Und doch, ich glaube, toll. Schön. Vor dem Fernsehmerhus. Hat sich das Michael Pfanner genau so vorgestellt? Ich bin zufrieden und schaffe was in Autsfrieden. Das ist wieder am Mittelpunkt vom Dorf. Und das, so soll es noch ein paar Jahre bleiben. Ja. So kann die Geschichte des Fernsehmerhus weitergeschrieben werden.